Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit Borussia Dortmund. Ja, heute ist es also soweit. Es steht der Saisonabschluss an. Alle Spiele sind gespielt. Es war eine schöne Saison und heute werden wir nochmal alles anschauen, was passiert ist, wer hat sich wie verbessert. Wir werden uns die Spiele anschauen, wir werden die Pokale anschauen, wir werden nur andere Länder anschauen, wie die so gespielt haben. Also die englische Liga und so weiter, die spanische etc. etc. Ja, das ist also heute geplant und als erstes, wie fandet ihr die Saison? Fandet ihr die toll? Na klar, wir haben die Bundesliga leider verkackt am letzten Spieltag, aber mein Gott, sowas passiert, das war dramatisch hoch 10 und ja, das ist Fußball, deswegen lieben wir diesen Sport so sehr und ja, schreibt es mir doch mal in die Kommentare, wie fandet ihr es und ich werde auch später noch sagen, wie es denn dann weitergehen wird nach der Dortmund-Karriere. So, jetzt simulieren wir es mal ein bisschen vor. Okay, stimmt, ja, ein paar Spiele angefragt wegen Vertragsverlängerung. Die werden wir jetzt alle nach der Reihe reinbekommen. So, wir haben 4 Nachrichten. Aktuelles aus England, Spanien, bla bla bla. Roman Weidenfeller hat verlängert und Mats Hummels hat verlängert. Das ist doch schon mal schön zu hören. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal auf unsere Spiele. Wobei, wir können mal ganz auf den Kalender schauen. Ja, wir machen das im nächsten Monat, hätte ich gesagt. Also, wir simulieren nur ganz kurz ein bisschen vor. Und dann schauen wir nochmal. Noch ein Tag, genau, so. 3 Nachrichten, wieder uninteressante Sachen. Nuri Sahin will ein bisschen mehr Geld verdienen, dann schauen wir nochmal gleich mal drauf. Keine Sorge, wir schauen gleich auf die ganzen Sachen. Nuri Sahin, wo haben wir denn? Ganz unten. 190 will haben, gut, wir haben genug Geld, leider haben wir nicht genug Geld. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen was verschieben bei uns in Finanzen. Und zwar alles mal auf Gehalt. Genau. Und dann kann ich hier wieder ein bisschen verhandeln. So, jetzt machen wir es ein bisschen schlauer als gerade eben. Und jetzt haben wir ihn jetzt gleich gefunden. So, also 190, das ist schon einiges. Also eine ordentliche Vertragserhöhung. Gut, dann fangen wir mal an. Und jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir es endlich geschafft. Jetzt schauen wir uns erstmal die Mannschaft an. Die Mannschaft, mit der wir das Glanzvolle vollbracht haben. Also, hier die Mannschaft mit den ganzen Verbesserungen. Wir sehen schon Roman Bürki. Hat eine klasse Saison gespielt, muss ich sagen. 42 Einsätze, 21 Mal ohne Gegentor. Echt sehr, sehr beeindruckend. Plus 1 hat er bekommen, hat er sich auch reglich verdient. Obwohl er zum Schluss in der Bundesliga nicht immer top war. Trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung. Gut, dann gehen wir zum nächsten, zum Neuzugang. Abate. Abate kam ja erst in der Winterpause. Er hat aber trotzdem nur 14 Einsätze, ein Tor in der Europa League gegen Juventus Turin. Ja, auch eine ordentliche Rückrunde gespielt. Hat sogar ein Plus 1 bekommen, mittlerweile 79, obwohl es schon 29 Jahre alt ist. Dann kommen wir zum Capitano, Mats Hummels. 39 Einsätze, davon hat er ein Tor geschossen. Und ja, war jetzt nicht optimal seine Saison. Also, ja, für einen so einen starken Innenverteidiger hätte ich mir was anderes vorgestellt. Aber war nicht schlecht. Plus 1 hat bekommen, 41,5 Millionen Euro wert. Das ist einiges. Dann kommen wir zu unserem nächsten Innenverteidiger, Sokratis. 34 Einsätze, eine Torvorlage hat er sogar auf die Reihe bekommen. Und ja, war jetzt auch nicht unbedingt die beste Saison von Sokratis, aber ich fand ihn stärker als Mats Hummels, so im Großen und Ganzen. Dann kommen wir zum nächsten, zu Erik Durm. 27 Einsätze, eine Vorlage. Ja, war ich auch eine gute Saison. Er entwickelt sich halt auch nur ziemlich gut mit plus 2 auf 78. Also eigentlich unser besserer Linksverteidiger, würde ich sagen. Schmelzer finde ich jetzt nicht so gut wie Erik Durm. Und dann kommen wir schon zum nächsten, zu Ilkay Gündogan. 36 Einsätze, ein Tor, 5 Vorlagen, 18 Mal ohne Gegentor. Ja, war ich auch eine relativ ordentliche Saison. Plus 1 hat er bekommen, 28,5 Millionen Euro wert. Und in Wirklichkeit munkelt man ja schon, dass vielleicht Gündogan vielleicht Dortmund verlassen wird Richtung Spanien. Man weiß es noch nicht so genau. Dann wird sie die nächsten Wochen, Monate auf jeden Fall mal schauen, ob das daraus wird. Dann haben wir Henrik Mkhitaryan. Hat sie nicht verbessert, hat sie auch nicht verschlechtert. 37 Einsätze, 4 Tore, 2 Vorlagen. Ja, wir sehen schon, also bis jetzt waren noch nicht viele Spiele dabei, was viele Tore geschossen haben. Aber das ändert sich jetzt. Es kommt Marco Reus. Plus 2 hat er bekommen. Er ist eine 88, 52 Millionen Euro ist er wert. 47 Einsätze, 11 Tore, 3 Vorlagen. Einer von unseren besten Torjäger, Marco Reus. Und vor allem hat er das entscheidende Tor im DFB-Pokal geschossen gegen Bayer Leverkusen beim letzten Mal. Aber auf die Pokale schauen wir jetzt dann gleich. So, dann haben wir Shinji Kagawa. 44 Einsätze ist auch einiges. 7 Tore, 11 Vorlagen. Plus 1 hat er bekommen. 24 Millionen Euro ist er wert.
Ja, Kagawa ist halt cool, weil er so beweglich ist, genau, beweglich ist. Und ja, war echt cool. Und jetzt kommen wir zum Neuzugang. Ja, Daniel Sturridge haben wir eine Winterpause gehört für 35 Millionen Euro, hat sogar schon plus 1 bekommen. In der Rückrunde war er einmal kurzzeitig verletzt, hat trotzdem 22 Einsätze gehabt, 3 Tore, alle in der Europa League. Ja gut, wenn ich jetzt wahrscheinlich nur mit der Saison spielen würde, ich glaube, dann wird Sturridge noch besser spielen, weil er die Verletzung war und bis er sich in das Team eingelebt hat. Lief alles nicht so optimal, aber trotzdem, ich war mit ihm sehr zufrieden. Dann kommen wir zum Top-Torjäger, zum Top-Torjäger mit Abstand. 54 Einsätze, 23 Tore, 10 Torvorlagen. Der gute Mann heißt Pierre-Emerick Aubameyang. Eine plus 2 hat er bekommen, 84 Gesamtspielstärke. Und ja, 31,5 Millionen Euro ist wert. Unser bester Spieler in dieser Saison, meiner Meinung nach. Also wirklich, Pierre-Emerick Aubameyang, eine unglaublich starke Saison von ihm. Mit Abstand die meisten Tore, die meisten Einsätze. Sturridge ist, Aubameyang ist echt eine Bombe. Hat mir echt viel Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Und ja, hat sich auch sehr, sehr gut verbessert. Echt klasse gewesen. So, dann kommen wir zum nächsten, zu einem ganz jungen. Aber der hat auch ganz groß aufgespielt. Brildon Lemboul haben wir für 10 Millionen vom FC Basel geholt. Mittlerweile schon plus 4 dazu bekommen, ist mittlerweile schon eine 80. 18 Millionen Euro wert. 45 Einsätze, das ist sehr, sehr viel. 12 Tore, 8 Vorlagen. Das ist echt für so einen jungen Spieler sehr gut. Ich glaube, ihn könnte man wirklich auf eine 90 oder eine 95 hochziehen. Da muss man überlegen, der ist erst 19 Jahre alt. Das heißt, er hat seine Entwicklungsjahre eigentlich nur alle vor sich. Echt stark gewesen. Also hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Brildon Embolo kann ich jedem weiterempfehlen, wenn er ein junges Talent sucht. Über 5, 6, 7 Saisons weg wird der auf jeden Fall sehr, sehr gut sein. Gut, da kommen wir zum nächsten ganz Jungen. Julian Weigl, eine plus 5 hat er bekommen, eine 75 mittlerweile. Auch sehr, sehr cool gewesen. 32 Einsätze, 3 Tore hat er gemacht, eine Vorlage. Ja, für mich sehr cool. Und ja, nein, warum bin ich jetzt rausgekommen? Sorry, ich muss mal ganz kurz mal rein. Das war jetzt ein Fail von mir. Gut, dann kommen wir zum nächsten, zu Matthias Ginter. Junge Innenverteidiger, plus 3 hat er bekommen. 28 Einsätze, sogar 3 Tore geschossen. Das ist auch nicht schlecht. Und 16,5 Millionen Euro ist er wert. Und als nächstes kommen wir auch zu dem Neuzugang. Den haben wir geholt im Sommer. Ja, im Sommer haben wir den geholt. Für 23 Millionen Euro von TSG 98 Hoffenheim. Und zwar ist es Kevin Volland. Plus 2 hat er sogar bekommen. Mittlerweile 82. 36 Einsätze, 1 Tor, 3 Vorlagen. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also, es gab wirklich Phasen, da habe ich sehr, sehr gerne mit ihm gespielt. Er hat auch sehr starke Spiele gebracht. Da habe ich sogar gedacht, dass er vielleicht sich gegen Mkhitaryan mit Leichtigkeit auf dem rechten Flügel durchsetzen kann. Aber zum Schluss war es dann eher mehr ausgeglichen. Also, Wollan auf jeden Fall auch ein toller Spieler. Macht auch viel Spaß. So, dann kommen wir zum letzten Innenverteidiger, Subotic. 13 Millionen Euro wert, hat nicht viel geleistet. Gut, was heißt, hat nicht viel geleistet? Er hat sich nicht verbessert. 28 Einsätze, 0 Tore, 0 Vorlagen. Ja, ein Subotic war schon mal besser, würde ich jetzt so sagen. Gut, da kommen wir zum nächsten Stürmer. Zu Alessandro Pato. Ja, bei ihm war es sehr, sehr unglücklich. Wir haben ihn ja im... Wann haben wir den geholt? Im Sommer oder im Winter? Ich glaube, nee, den haben wir im Sommer. Im Sommer haben wir ihn geholt. Für 28 Millionen Euro hat sogar plus 2 bekommen, mittlerweile 83 und 27,5 ist er wert. Dann hat er sich allerdings 5 Monate lang verletzt. Das war echt sehr, sehr bitter. Er hat trotzdem zu 8 Einsätze, 2 Tore und 2 Vorlagen gebracht. Aber wie gesagt, wenn er nicht 5 Monate verletzt gewesen wäre, ich glaube, dann wäre er richtig durchgestartet. Aber so leider nicht. So, und natürlich der Nutznießer aus der ganzen Aktion mit Adrian Ramos, dass er so, mit Alessandro Pato, dass er so lange verletzt hat, war natürlich Adrian Ramos, der unglaubliche 36 Einsätze auf den Kontostand gebracht hat. 11 Tore, 7 Vorlagen. Und damit ist er unser drittbester Stürmer. Hinter Aubameyang und Embolo, obwohl Pato und Sturridge auch mit dabei waren. Also wirklich, Adrian Ramos hat die Chance genutzt, hat sie gezeigt, hat viele Tore gemacht. Nicht schlecht, plus 1 hat er auch bekommen. Und dann kommen wir zum nächsten, hier, Roman Weidenfeller, unser Torhüter in der Europa League. 15 Mal stand er in der Europa League im Kasten, 8 Mal konnte die Bude sicher sauber halten hinteren. Europa League 7,7, sehr, sehr starke Leistung von Weidenfeller. Ja, er war ein überragender Spieler in der Europa League. So, jetzt kommen wir zu Pascal Stenzel, da springen wir jetzt ganz kurz rüber, den plus 4 bekommen.
Reimann eine plus 3, Sauerland eine plus 4, Sarren eine plus 3. Janusai, den haben wir auch noch spielen lassen. 17 Einsätze, einmal erfolgreich per Tor und einmal mit der Torvorlage. Wird allerdings ja wieder zurückgehen zu Manchester United. In Wirklichkeit ist er ja bereits im aktuellen Winter wieder zurück zu Man U gegangen. Dann haben wir Gaui, kann ja ne, Guai, ich kann ihn gerne aussprechen. Plus 1 hat er auf jeden Fall bekommen. Da haben wir noch Park Yo-ho. Den haben wir, oder der kam von Mainz, den haben wir nicht geholt. 9 Einsätze, 2 Tore, eine Vorlage. Ja, es war ein Spieler, den habe ich ab und zu gebraucht, aber nicht oft. Aber wenn er da war, dann hat er eigentlich ganz gut gespielt. Sogar 2 Tore gemacht als Linksverteidiger, nicht schlecht. Dann haben wir nochmal einen ganz wichtigen Spieler, Christian Eriksen. Für 740 Millionen Euro haben wir den gekauft, der war richtig teuer. 24 Einsätze hat er gemacht, 6 Tore, 10 Vorlagen. Ja, war wirklich sehr erfolgreich. Zum Schluss war er leider noch verletzt, er hat sich nämlich gegen Schalke, glaube ich, verletzt. Das war sehr, sehr bitter, aber naja, hat trotzdem eine gute Saison gespielt. Und dann kommen wir zum nächsten, zum Marcel Schmelzer. Linksverteidiger, 32 Einsätze, 1 Tor, 2 Vorlagen. Ich finde sogar Eric Dunn mittlerweile besser als Schmelzer, muss ich sagen. Aber ist Geschmackssache. So, dann kommen wir zu Sven Bender noch. 32 Einsätze, 2 Tore, eine Vorlage. Hat sie plus 1 verbessert. 14 Millionen Euro ist er wert. Haben wir unseren Rechtsverteidiger Lukas Piszczek. 35 Einsätze, eine Vorlage. Ja, war ich auch cool zu spielen. Den plus 1 hat er bekommen. Und dann kommen wir noch zu Nuri Sahin. 37 Einsätze, 3 Tore, 2 Vorlagen. Auch eine solide Saison, plus 1 bekommen. Castro fand ich nicht so toll. 28 Einsätze, 4 Vorlagen. Aber ich weiß ja, Castro, ich bin mit dem irgendwie nicht klarkommen. Obwohl er 4 Vorlagen gemacht hat und damit eigentlich besser als Piszczek und Bender war. Naja. So, dann haben wir noch Blaschikowski, der ist ja ausgeliehen an AC Florenz. Hat sich sogar verbessert, plus 2. Dann Bonnmann, Immobil, Budowski und so weiter, Duxch. Ja, ihr seht die Verbesserungen selber alle. Die interessieren mich ja nicht. Gut, dann sehen wir auch unser meist eingesetzter Spieler, Aubameyang mit 54 Einsätzen. Top-Torjäger auch Aubameyang mit 23 Toren war es, glaube ich. Genau, 23. Also Aubameyang mit einer optimalen Saison. Hier sind wir nochmal den Teamrang. Da steht sogar Marco Reus momentan vorne. Aber Pierre-Emerick Aubameyang ist da direkt dahinter. Also echt, Aubameyang ist eine Wucht. Der ist eine extreme Wucht. Der ist so geil. Der ist echt brutal zu geil zu spielen. Der ist echt der Wahnsinn. Kann ich jedem empfehlen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal ganz klar auf die Pokale. Die werden wahrscheinlich auch die meisten interessieren. So, dann fangen wir an mit der Bundesliga. Ja, und da werden vielleicht die einen oder anderen wieder denken, oh Mann, Lambo, das hast du gut verkackt. Ja, wir haben es echt verkackt. Wir waren vor dem letzten Spieltag punktgleich mit dem FC Bayern München. Wir hatten das bessere Torverhältnis. Die Bayern mussten gegen Hannover und wir mussten gegen Köln ran. Und ja, die Bayern lagen zur Halbzeit 1:0 zurück zu Hause gegen Hannover. Wir hatten ein 0:0 zu Hause gegen Köln sicher. Und dann kam die zweite Halbzeit. Die Bayern machen den Ausgleich und Köln macht die Führung. Und damit haben wir es leider, leider um einen Punkt verpasst, deutscher Meister zu werden. Das ist echt, sowas ist heftig. Gut, dann schauen wir auf jeden Fall weiter. Nach uns kommt dann Bayer Leverkusen. Die sind zum Schluss noch relativ nah gekommen. Die waren mal weit, weit weg von Bayern und Dortmund, aber die sind dann sehr nah gekommen. Dann kommt Wolfsburg, der Quali-Spiel nächstes Jahr. Gladbach und Köln sind Europa League. Dann haben wir Frankfurt, Hannover, Hertha, Mainz. Den FC Augsburg auf Platz 11 nur. Stuttgart, Hoffenheim, Schalke sehr, sehr schweiß. Also nur 38 Punkte, Platz 14. Dann haben wir Ingolstadt. Und dann haben wir Relegationsplatz in HSV. Wir haben es dann wieder auf die Relegation geschafft. Mal schauen, ob sie diesmal absteigen. Wir werden leider das Relegationsspiel anschauen. Und dann haben wir natürlich nur Bremen und Darmstadt. Ja. Dann kommen wir zum DFB-Pokal. Da sehen wir auch den Weg. War auch gut, den haben wir beim letzten Mal angeschaut. Ja, das war auf jeden Fall auch sehr, sehr schwer. Es waren immer knappe Spiele. Einmal gegen Darmstadt 2:1, dann gegen die Bayern 2:1, dann gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0 und dann im Finale gegen Leverkusen mit 2:1. Ja, waren alles knappe Spiele und wir werden dann gleich noch auf die Torjäger und die Torschützen schauen. Dann sehen wir schon, das war das gespielt. Also Bochum oder Hamburg, einer muss in der zweiten Liga, einer in die erste. Da werden wir mal schauen, wie das Relegationsspiel ausgeht. Dann sind wir nun mit dem American Challenge Cup, da haben wir gegen Inter Mailand verkackt. Und dann sind wir die Champions League, stimmt, die Champions League wollen wir auch noch anschauen. Da gab es ja auch sehr, sehr skurrile Sachen, wir können ja mal ganz kurz auf die Tabelle schauen.
In der Gruppenphase, da sind wir Leverkusen ist damals rausgeflogen. Die Gruppen, die stimmen nicht so wie in Wirklichkeit, die habe ich damals nicht so eingestellt. Dann Chelsea, Sporting, weiter Sevilla ist rausgeflogen und Rom. Die Bayern rausgeflogen mit 6 Punkten, das war eine richtig schwache Leistung. Und ja, Real, Wolfsburg weiter hier, Juve raus, Man U ist weitergekommen und so weiter. Gladbach ist sogar in dieser Horrorgruppe weitergekommen. Und Man City auch gut, dann schauen wir ganz kurz drauf. Der FC Barcelona hat es auf jeden Fall gemacht. Barca hat sie gegen Porto, Paris und Man City durchgesetzt im Finale dann gegen Real Madrid. Und ja, deutsche Teams war eigentlich nur Gladbach dabei, die sind im Achtelfinale gegen City rausgeflogen. Und Wolfsburg, die sind im Achtelfinale gegen den FC Chelsea rausgeflogen. Und ja, sonst irgendwas Interessantes, was ich jetzt gerade sehe. Man U ist weit gekommen bis ins Viertelfinale. Aber sonst sehe ich eigentlich auch nichts Interessantes. Genau. Gut, dann machen wir weiter. Dann schauen wir auf die Europa League. Denn da ging es ja auf uns heiß her. Achtelfinale. Ne, wir müssen eigentlich im Sechzehntelfinale anfangen. Da hatten wir Olympique Lyon. Dann Achtelfinale Juve. Viertelfinale Neapel. Halbfinale den FC Schalke. Und im Finale den FC Valencia. Das war auch ein richtig hammergeiler Pokal. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und zum Schluss haben wir es geschafft. Unseren ersten Pokal in dieser Saison haben wir damit eingefahren. Und ja, hier sind wir die Europameisterschaft, EM Quali. Wir können ja nochmal ganz kurz durch. Ach komm, das zeige ich irgendwann anders mal. Gut, dann würde ich sagen, ihr habt die Pokale gezeigt. Wir wollen die Top-Torjäger natürlich noch anschauen. Stimmt, die Top-Torjäger. Also, Bundesliga-Top-Torjäger Kevin Kampl, was? 16 Tore. Das ist für einen Mittelfeldspieler überraschend. Müller auf Platz 3. Und sonst, Robben ist mit dabei. Und, oh, Aubameyang, der einzige Dortmunder in dieser Liste auf Platz 16 mit 9 Toren. Naja, hat wohl nicht gereicht. Ah, da unten haben wir sogar Embolo mit 8 Toren. Also nur 2 Dortmunder dabei. Ja, aber die Torjäger, wir haben echt nicht viele Tore geschossen. Wir können ja nur mal ganz kurz auf die Statistik schauen, wenn wir hier durch sind. Dann Torvorlagen, Kießling der Beste. Da waren Ramos, Kagawa gut mit dabei. Und sonst wieder auch kein Dortmunder. Ohne Gegentor. Bürki 19 Mal ohne Gegentor. Ja, die Bayern haben ja neuer verkauft an, glaube Madrid, glaube ich. Deswegen Starke hier auf Platz 2. Bürki 19 Mal. Das ist echt wow. Dann haben wir hier auf jeden Fall gelbe Karten. Da sind wir schon mal nicht dabei. Das ist gut. Rote Karten, da sind wir auch nicht oben nicht dabei. Gut, dann gehen wir zum DFB-Pokal. Top-Träger ist da geworden. Aubameyang. Vor Ribéry, Kruse und Kampl. Und sehr starke Leistung von Aubameyang. Wurde auch zum Spieler des Turniers ernannt. Dann Torvorlagen im DFB-Pokal. Ja, ist ja ausgeglichen oben. Ohne Gegentor. Das sah auch nicht gut aus. Bürki nur einmal. Aber da haben alle irgendwie gepatzt. Gelbe Karten. Sokrates mit 2. Und rote Karten gab es nur 3 Stück im ganzen Pokal für den FCA, für Mainz und für Hamburg. Gut, dann kommen wir mal zum American Challenge Cup. Das interessiert uns jetzt gerade nicht. Das haben wir ja ganz am Anfang von der Saga. Wir können auf die Champions League mal schauen. Da sehen wir schon Karim Benzema. Mit 13 Toren Top-Torjäger, allerdings ist im Finale ja Barcelona gegen Real Madrid erfolgreich gewesen. Und der erste Barcelona-Spieler mit Neymar auf Platz 5 mit 8 Toren. Aguero auf Platz 2, Costa 3, Mata 4. Bayern-Spieler sehe ich gerade auch keinen. Beste Bundesligaspieler war Kruse auf Platz 10. Dann Drimmic ist nur dabei. Wo ist Messi? Suarez? Kein Messi. Ich liebe FIFA, so unrealistisch. So, Torvorlagen war Oscar der Beste. Und es taucht irgendwie nirgends so Messi auf. Nicht mal, doch, da taucht auch Platz 3 mit 3 Vorlagen. Gut, dann ohne Gegentor. Joe Hart, der beste Torhüter in der Champions League. Und gelbe Karten, rote Karten, bla bla bla. Gut, dann kommen wir zu der Europa League. Und da sehen wir schon, Aubameyang ist der beste Torjäger in der Europa League geworden. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben den Spieler ganz oben platzieren können. Ist auch zum Spieler des Turniers geworden. Pierre-Emerick Aubameyang. Reus auf Platz 13 auch noch oben mit dabei. Mit 5 Toren. Und unten haben wir sogar noch Eriksen mit 4 Toren. Dann haben wir bei den Torvorlagen Eriksen, Aubameyang. Zwei Dortmunder ganz vorne. Embolo und Kagawa auch noch mit dabei. Und am beiden vielleicht bester Torhüter mit Abstand ganz vorne. Ja, das war echt. Also die Europa League, die haben wir echt gut beherrscht. Möchte ich jetzt mal so sagen. Gut. Das war es soweit dazu. Jetzt schauen wir ganz kurz mal auf die Bundesliga-Tabelle. Denn da möchte ich nur mal schauen, wie denn das Ganze ausgefallen ist. Also wir sehen schon, wir haben 52 Tore erzielt. Ist ehrlich gesagt sehr, sehr wenig. Ist echt sehr wenig. Normal, also 80 Tore sind normal.
Aber irgendwie in FIFA, also wir haben wenig kassiert mit 19 Gegentoren, haben wir die beste Abwehr, aber nur 52 Tore geschossen, das ist nicht viel. Leverkusen der beste schon mit 62 Toren, allerdings haben sie auch 32 kassiert. Wir haben die beste Tordifferenz in plus 33, nützt aber alles nichts, die Bayern haben einen Punkt mehr, deswegen haben wir es verkackt. Und ja, jetzt können wir eigentlich nochmal ins Büro gehen, denn da sehen wir nochmal die ganze Statistik. Also wir haben 59 Spiele, haben 42 gewonnen, 11 unentschieden, 6 Niederlagen, insgesamt haben wir 96 Tore geschossen. Das heißt in allen Pokalen, in allen Spielen, egal. Und 37 kassiert, also am Anfang haben wir ganz schön hoch kassiert. So, höchster Sieg war gegen Krasnodar mit 4:0, höchste Niederlage war gegen Inter ein 2:0. Und hier sehen wir es auch schon, ja, wie es halt so war. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir ganz normal auf Kalender. Muss ich mal ganz kurz überlegen. Machen wir ganz kurz Training. Das heißt, wir machen einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns da wieder. Dann überlege ich mal, wie wir weitermachen. Also, bis gleich. So, da hätten wir nochmal die Trainingsergebnisse. Ja, es gab sogar noch eine große Verbesserung. Matthias Ginter ist mittlerweile von einer 80 auf eine 81 gestiegen. Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Wir sind hier in Form, wir haben Nachrichten. Nudischein hat abgelehnt, weil... Aha, ich kann das Geld nicht aufbringen. So, so. Dann schauen wir nochmal mit drauf, was denn Nudischein... Der wollte mehr Geld haben, das weiß ich. Der wollte 190.000 haben. Da war der Nudischein. Und... Warum soll ich das nicht aufbringen können? Hä? Verstehe ich nicht. Vielleicht wegen der Prämie? Schauen wir halt mal. Einfach mal überlegen. Und ja, jetzt schauen wir auf den Kalender. Ich sehe, jetzt kommt die Europameisterschaft langsam näher. Das bedeutet, Leute, ich mache jetzt einen Schnitt. Ich summiere mir vor, spiele die Europameisterschaft. Und wir sehen uns dann hier wieder. Also am 28., 29., 30. Und da werden wir dann den Abschluss machen und... Ja, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was fandet ihr toll an dieser Saison? Was hat euch gut gefallen? Weitergehen wird es ja, das werden die meisten eh schon wissen, mit Manchester United. Dazu werde ich aber dann, habe in dem einen Manchester-Video was gesagt. Und wir können mal ganz kurz nochmal drauf schauen. Ihr seht gerade, das könnte gespielt sein auf die Begegnungen. Und zwar in dem... Ach, die sind immer noch nicht gespielt. 9.6. und 13.6. Wann ist denn das? Oh Mann, das ist voll spät. Gut, dann schauen wir das danach nochmal an. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Also, ich würde sagen, dann mal hier kurz einen Schnitt. Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben. Wie fandet ihr die Saison? Was war gut? Was war scheiße? Wie es kann ich besser machen? Was muss ich beibehalten? Auf jeden Fall mal einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns da wieder. Bis gleich. So, da wären wir also wieder zurück. Ja, das sind nun die letzten Minuten der Dortmund-Karriere. Und ja, ich erzähle euch natürlich jetzt nur, was kommt denn als nächstes? Also, weitergehen wird's mit zwei Europameisterschaften. Einmal mit der Schweiz. Und einmal mit der Türkei. Und ja, die beiden werden kommen. Und danach geht's dann weiter mit einer neuen Karriere. Und zwar geht's zu Manchester United. Ja, die meisten werden es eh schon wissen, weil ich habe euch ja schon die Transferwünsche gefragt. Und Manchester United wird starten im Februar. Außerdem wird dann wahrscheinlich der FC Barcelona noch dazukommen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Die beiden werde ich machen. Und ja, so geht's weiter. Im März werden dann vielleicht ein bis zwei Projekte dazukommen, die was nichts mit FIFA zu tun haben. Aber dazu kommen dann später. So, ich schaue jetzt mal ganz kurz auf die Nachrichten, denn dann haben wir noch einiges. Wir haben Transferangebot von Mkhitaryan. Und Mkhitaryan wollen wir nicht verkaufen. Er ist ein wichtiger Spieler in unserem Team. Und dann lesen wir die letzten Angebote noch durch. Also... Henrik Mkhitaryan muss verkauft werden, das verstehe ich auch nicht so ganz. So, wir haben auf jeden Fall ein paar Spiele, die zurückkehren, zu meinem Felix Pastlak. Genau, dann haben wir noch wichtige Transfer-News. Dann ist Blaschikowski zurückgekehrt, Ciro Immobile ist zurückgekehrt, Bandowski von 60 ist zurückgekehrt, Naray ist zurückgekehrt und so weiter. Januzaj ist zurück zu Manchester United, alles klar. Und hier sehen wir Neuigkeiten aus Spanien und hier sehen wir es. Eine kritische Prüfung wurde unterzogen. Und ja, wir haben die Nachricht... Wir sehen, Mkhitaryan will den Verein verlassen. Naja, können wir nichts machen, egal, das ist nicht mehr. So, ich beende jetzt also die Saison, dann kriegen wir jetzt noch ein paar abschließende Nachrichten. Die Saisonleistung vor Beginn der Saison. Hatte der Verein folgendes Ziel, Ligameister werden? Ja, haben wir leider nicht geschafft, die Saison ist nicht so verlaufen, aber ist leicht. Bla bla bla. Der Vorstand wird sich in Kürze zusammensetzen und über Zukunft beraten. Alles klar, das wäre ein bisschen hart, wenn sie uns deswegen rausschmeißen.
So, Europa League haben wir begonnen, das war sagenhaft. Und DFB-Pokal, ja, das war auch sagenhaft. Die Bundesliga haben nicht gewonnen. Gut, das wär's also. Dann mache ich Schluss. Wie gesagt, ihr könnt es mir nur mal in die Kommentare schreiben. Fandet ihr die Saison toll? Fandet ihr sie schlecht? Und ja, was war toll, was war schlecht? Es war wirklich... Ich muss sagen, zum Schluss ist mit der Bundesliga, dass wir die noch verloren haben, das ärgert mich echt nur ein bisschen. Es war so knapp und wir hätten es eigentlich locker schaffen können. Weil die Bayern haben auch nicht gerade gut gespielt, aber wir haben es leider nicht geschafft. Egal, wir haben die Europa League gewonnen, wir haben den DFB-Pokal gewonnen. Mehr als wahrscheinlich uns jeder zugetraut hätte. Es war eine spannende Saison und ich bedanke mich nochmal bei jedem Einzelnen von euch. Für die klasse Unterstützung. Für die ganzen Kommentare, für die ganzen Daumen nach oben, für die ganzen Klicks und für alles, was dazu gehört. Ihr wart eine super Unterstützung. Es wird irgendwann mal wieder eine Karriere mit Borussia Dortmund kommen, das verspreche ich. Aber wann die kommen wird, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ja, gut, dann würde ich sagen, mir bleibt jetzt eigentlich nichts mehr anderes zu sagen, außer wir machen weiter. Und ja, da bedanke ich mich fürs Zuschauen nochmal. Es war eine tolle Saison und mir bleibt jetzt nichts mehr anderes zu sagen, als macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Borussia Dortmund, eine echte Liebe. Ciao.